Wir könnten uns so unendlich viel Leid und Probleme sparen, wenn wir einmal wieder, vor allem hier in Europa, einmal vollkommen anders mit Kindern umgehen. Da könnten wir uns so viele Probleme ersparen. Nämlich, wer sind denn die Gates, die Lauterbachs, die Politiker? Das sind ja alles genau die Menschen, die als Kind entweder nicht geliebt wurden, die zum Objekt gemacht wurden. Die, ja, oder Hitler ist zum Beispiel, Stalin ist von seiner Mutter und von seinem Vater geschlagen worden. Hitler ist zweimal in der Schule zurückgesetzt. Und man muss sich nur mal in die Biografien all dieser Persönlichkeiten nochmal genau anschauen. Die eint alles. Eine Kindheit in Mangel. In Mangel an Liebe, in Mangel an Anerkennung, in einem Mangel an Selbstverwirklichung etc. Und dieser Mangel war früher, sage ich jetzt einmal, einzelnen Kindern vorbehalten oder nicht so vielen wie heute. Und die sind dann aber auch die negativen Persönlichkeiten nachgeworden. Die sind immer in die Politik gegangen, während die positiven Persönlichkeiten, ja, die eine wunderbare Kindheit hatte, die sind dann Künstler geworden, Goethe, Humboldt, Oko. Ja. Also deshalb ist es so wichtig. Wir wissen ja heute unglaublich viel in der Kindheitsforschung, wie entscheidend das ist, wie geht eine Gesellschaft mit Kindern um. Ja. Nun ist es aber nicht so, dass jeder, der nicht genügend Liebe bekommt, zum Massenmörder wird. Ich habe jetzt nicht nur von Massenmörder gesprochen, ja, aber es gibt ja auch Verbrechen, eine ganze Menge, bei denen fließt kein Blut.